So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Es ist halt, so. Jemand hat mir geschrieben, dauert gar nicht mehr so lang, bis die Episode vorbei gewesen wäre. Ja, das weiß man ja mal vorher nicht, ne? Wenn man so gerade aufnimmt und das nicht kennt, ne? So, wir sind hier bei Dr. Leitner. Ja, gestern hat sich sehr viel ereignet. Ja, der Prof soll der Mörder sein und das Haus wurde durchsucht. Mehrere Puppen wurden gefunden. Ein super Jumpscare hat es gegeben. Guckt euch die Folge nochmal an, wenn ihr das nicht gesehen habt. Oder einfach, weil ihr mich mögt und dann da nochmal doppelt Views drauf gibt. Oder was weiß ich. So, Dr. Leitner. Der sieht aus wie mein Arbeitskollege. So. Hallo, Tomsi. Gibt es Neuigkeiten von Chiara? Ich kann seit Stunden an nichts anderes denken. Ich muss immer noch mein Handy immer diese Down leise machen, sonst werde ich immer gestört hier. Und ich kann dann nicht machen vernünftige Aufnahme. So, jetzt geht's. Trage ich vielleicht sogar eine Teilschuld? Ja, ich bin ziemlich neugierig. Wie ist das nur möglich? Das ist irgendwie gerade der Standardsatz, so, ne? Wie ist das nur möglich? Das ändert alles! Was? Tada! Es war nicht der Prof, es war nicht der... Wenn jetzt Ende ist, dann kotze ich, ne? Na gut, dann guckt ihr ein sehr, sehr kurzes Video. Ja, das wäre... Ja, das ist, ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr schaltet wieder rein. Lass uns das mal durchlesen. Ende Episode 4. Wir arbeiten einfach an dieser Episode. Ist halt so, oder? Ist halt wirklich so. So, ihr Kinder, das war's für heute. Wir freuen uns darauf, wenn Episode 5 denn anfängt. Wann es ist, weiß ich nicht. Fragt mich nicht. Ich habe keine Ahnung. Und, tja, wir sehen uns. Ne? Tschüss.